In den letzten zwei Spielzeiten konnte Werder Bremen nicht an alte Erfolge anknüpfen, blieb unter Soll, musste abspecken. Auffällig, wie harmonisch nun die Saisonvorbereitung läuft. Mittendrin das routinierte Duo Schaf und Alofs. Die waren nie weg. Also unsere Harmonie war immer bestens. Also das heißt aber nicht, dass man trotzdem gut miteinander streiten kann und diskutieren kann. Also ich denke, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass wir beide verstanden haben, dass wir da sind, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und der widmen wir uns, glaube ich, sehr intensiv und schon über ein paar Jahre. Sie mussten umbauen, alte Stars weg, neue junge Talente her. Werder ist wieder eine Wundertüte. Doch nach dem Umbruch zeigt sich der Nordclub schon nervenstark, gewann mit 2 Elfmeterschießen im Vorbereitungsturnier gegen Borussia Dortmund und Bayern München. Das Gewinnen muss man auch lernen. Und das haben wir gestern haben wir das geschafft und heute haben wir das geschafft, auch wenn es nach Elfmeterschießen war. Und von daher bin ich froh darüber. Man muss sowas, das muss man entwickeln, wenn man erfolgreich sein will, muss man jedes Trainingsspiel gewinnen wollen. Man muss jedes Turnier, jedes Spiel gewinnen wollen in der Vorbereitungszeit. Und dass die Mannschaft diese Dinge auch angeht und wie sie die angeht, dass sie das gut macht. Aber sie zeigt eben auch, dass noch nicht alles rosa-rot ist und wunderschön ist. Sondern dass man eben schon noch Arbeit hat und dass wir vor allen Dingen auch sehen müssen, dass wir sowas auf konstante Art und Weise auch rumbringen. Ne? Vorsichtig werden wieder neue Ziele formuliert. Neuzugang Elgero Elia tut das etwas mutiger als seine Kollegen. Wir können viel erreichen. Wir wollen wieder zurück in Europa. Und ich denke, dass das möglich ist mit dieser Mannschaft. Der Trainer gibt uns natürlich das stimmende Selbstvertrauen und das haben wir natürlich jetzt auch. Und es funktioniert ganz gut, aber wir sollen jetzt nicht abheben, wir sollen einfach weiter daran arbeiten und gucken, dass es in der Saison auch so läuft. Es steckt einiges drin in dieser Mannschaft. Ich denke, es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr talentierte Mannschaft, aber man sollte das auch heute nicht überbewerten. Die Stimmung ist gut und der erste inoffizielle Pokal macht Mut für die Saison. Im Trainingslager in Donaueschingen soll nun der letzte Schliff folgen.